Herzlich willkommen bei meinem Talk, wie man Kurfürbus gegen die Wand fährt. Ich bin Philipp, ich bin von Spreadshirt aus Leipzig und ich möchte ganz kurz einmal Spreadshirt vorstellen. Ich bestelle jetzt nur eine Slide, keine Sorge, kein großer Werbeblock. Wer von euch kennt Spreadshirt? Ah, cool. Wer von euch hat schon mal was bei uns bestellt? Ihr seid richtig cool. Kriegen wir ein T-Shirt? Vielleicht. Genau, wir sitzen in Leipzig, 2002 gegründet, sind mittlerweile 900 Mitarbeiter und was wir tun, ist, euch am Ende eine Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der ihr eure Designs, Bilder, Texte auf Textilien, Kleidung drucken könnt, in der Regel T-Shirts. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie ihr das machen könnt. Die erste Variante ist, wir haben einen Designer, könnt ihr im Browser, habt ihr so ein T-Shirt, und dann könnt ihr da Bilder hochladen oder Text draufschreiben und wir drucken das dann für euch. Oder ihr seid ein talentierter Designer und wollt gerne eure Designs zu Geld machen, lagt das auf eurem Marktplatz, auf unserem Marktplatz hoch und für jedes verkaufte T-Shirt mit eurem Design verdient ihr etwas Geld. Oder ihr seid irgendwie eine Band und wollt Merchandise verkaufen, aber ihr wollt euch nicht darum kümmern, dass ihr einen Webshop machen müsst, dass ihr es produzieren müsst, dass ihr es liefern müsst, Zahlungsabwicklung. Da habt ihr keine Lust drauf, da könnt ihr bei uns einen Shop aufmachen und wir kümmern uns um das alles. Und an jedem verkauften T-Shirt verdient ihr mit. Das ist so Spreadshirt in a nutshell. Aber das soll heute nur peripher drum gehen heute, sondern es soll um Code Reviews gehen. Frage, wer von euch führt Code Reviews durch? Sehr schön. Und bei wem sind die integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses? Also jedes Ticket muss gereviewt werden. Okay, das ist auch cool. Und wer hat schon mal erlebt, dass ein Code Review so eskaliert ist oder zumindest danach die Stimmung schlecht ist? Oh, gehen sofort Hände hoch. Okay, ja, das ist wirklich total interessant und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch alle hier, weil ich glaube, jeder hat schon mal solche Erfahrungen gemacht. Und ich habe auch eine Geschichte mitgebracht. Ich werde ein bisschen die Namen anonymisieren, aber es begab sich zu einer Zeit, dass Oliver Code von Peter gereviewt hat. Und danach war Peter irgendwie ziemlich aufgebracht, weil er scheinbar das Kritik sehr persönlich genommen hat, also sehr persönlich angegriffen. Das ist schon mal ein Problem, aber jetzt eskalierte die Situation noch weiter, denn jetzt ist Peter zum Gegenschlag ausgeholt und hat sich den Code von Oliver vorgenommen und da Fehler gesucht. Und dann beim darauffolgenden Code-Review hat er wirklich jede einzelne Zeile kritisiert. Und das endete in einem Wutausbruch von Oliver und ihr könnt euch vorstellen, wie nachher die Stimmung wirklich ganz schlecht war und die Beziehung zwischen den beiden, ja. Ich würde fast sagen, irreparabel kaputt gegangen ist. So, und was ist die Lehre hieraus? Die Lehre ist nun, dass Code-Reviews einfach auch nichts bringen können oder gar die zwischenmenschliche Beziehung zerstören können, wenn man nicht auf diese menschlichen Aspekte achtet und sie falsch durchführt. So, es ist also wichtig, auf die menschlichen Aspekte zu achten. Und darum soll es in diesem Talk gehen. Zum Code-Review gehören ja einmal zwei Personen. Einmal der Autor und der Reviewer. Und ich möchte jetzt nach und nach beiden so ein bisschen Handwerkzeug an die Hand geben. Wir beginnen mal mit dem Autor. Beim Autor ist ganz wichtig das Mindset, was er mitbringt, über das Feedback, was er erhält. Das muss nämlich demütig und offen sein für Feedback. So. Was sind da die Punkte, die man da erwähnen muss? Der wichtigste Punkt ist, wir sind alle Menschen. Menschen machen Fehler und solange Software von Menschen geschrieben wird, wird auch Software mehr Fehler enthalten. Niemand macht Dinge absichtlich kaputt oder schreibt schlechten Code. Das heißt natürlich nicht, dass wir gedankenlos sein sollen oder aufhören, Tests zu schreiben. Auf gar keinen Fall. Aber es geht um das Mindset, das man hier kreiert, dass es die Angst vor Fehlern wegnehmen soll. Und eine Atmosphäre, wo man sagt, ja, Fehler passieren halt. Und das ist ziemlich wichtig, dieses Mindset oder diese Atmosphäre, damit Kritik überhaupt erstmal akzeptiert wird. Weil wenn Fehler etwas Verbotenes sind, etwas, was man verstecken muss, dann wird man ja nicht sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, stimmt, hast recht, lass uns das mal fixen, sondern man wird sich irgendwie rechtfertigen und irgendwie Abwehrreaktionen da zeigen. Also nicht offen für Feedback. Der Punkt ist also, Demut ist das Entscheidende hier. Jeder kann sich verbessern und niemand ist perfekt. Und das spielt gar keine Rolle, wie gut du bist oder wie gut du denkst, du bist. Jeder kann immer sich verbessern und entsprechend auch aber Fehler machen. Und ich habe in der Vergangenheit auch Personen kennengelernt, die irgendwie ihre Professionalität abgeleitet haben aus Fehlerlosigkeit. Und es ist natürlich extrem schwierig, mit solchen Personen zu diskutieren und irgendwie konstruktiv dem Feedback zu geben, weil irgendwie alles abgestritten wird, weil sie sich angegriffen gefühlt haben in ihrer Professionalität.
Aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Ich bin ja gerade professionell, wenn ich auch mal kenne, wo ich mich vielleicht nicht gut auskenne oder auch mal Fehler eingestehen kann. Weil am Ende bin ich ja auch nur ein Mensch. Übrigens denke ich, dass die Führungspersönlichkeit hier eine ganz, also der, was heißt Führungs-, also der Teammanager zum Beispiel, das Teamlead, Techlead, hier eine entscheidende Rolle spielt. Weil er hat nun mal auch ein bisschen Vorbildwirkung. Und wenn der vorangeht und sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und auch mal das Wort Fehler in den Mund nimmt, also wirklich mal so nennt, dann kann er entscheidend dazu beitragen, so eine Atmosphäre zu kreieren. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Du bist nicht dein Code. Du bist nicht dein Code. Ganz, ganz wichtig. Verbinde Kritik an deinem Code, ist nicht Kritik an dir als Mensch. Du bist immer noch ein cooler Typ, ein geschätzter Kollege, ein wertvolles Teammitglied, auch wenn da ein paar Flaws in deinem Code sind. Das ist wirklich auch kein Problem. Jeder von uns schreibt Code, wo mal Flaws drin sind. Und der Punkt ist, Kritik in professioneller Softwareumgebung ist eigentlich nie persönlich und sollte nie persönlich sein. Denn am Ende ist es nur Teil des Prozesses, am Ende gute Software zu entwickeln, ein gutes Produkt zu entwickeln. Wir sind also hier alle irgendwie auf derselben Seite. Und das ist auch wichtig, im Hinterkopf zu haben. Auch wenn man vielleicht Kritik erhält und irgendwann sagen wird, hey, okay, das gefällt mir nicht, wie ihr das jetzt hier sagt, aber irgendwie sind wir doch alle auf derselben Seite, wir wollen coole Software entwickeln. Wer von euch kennt den IKEA-Effekt? Ein paar, gut. Der IKEA-Effekt lässt sich mit einem Experiment sehr schön veranschaulichen. Man hat eine Gruppe von Menschen genommen und gesagt, hier ist fertig aufgebaut, das ist wichtig, fertig aufgebaut, IKEA-Möbel, das ist mal ein Tisch. Und die sollen jetzt mal schätzen, wie viel sie dafür zahlen würden. Und haben sie gesagt, ja, Preis X, sagen wir mal 20 Euro. Das ist die Kontrollgruppe. Und jetzt hat man eine andere Gruppe genommen und sagt, okay, ihr müsst auch so einen IKEA-Tisch schätzen im Preis, aber ihr müsst die vorher selber aufbauen. Und wenig überraschend, was glaubt ihr, was sie geschätzt haben? Naja, die waren der Meinung, dass das natürlich viel, viel mehr wert ist. Bis zu 63% ist das jetzt hier auch viel mehr wert. Und der Mensch neigt also dazu, Dinge, wo er selber Arbeit reingesteckt hat, einen höheren Wert zuzuweisen. Ja, das ist ein Cognitive Bias, nennt sich das, ein psychologischer Effekt. Und verzerrt eigentlich so die Wahrnehmung. Und übertragen auf Softwareentwicklung bedeutet das, dass wir uns nur sehr schwer trennen können oder Änderungen erkennen können an Code, die wir selber geschrieben haben. Ja. Und vielleicht reflektiert jemand in Zukunft, wenn jemand Kritik erhält, diskutiere ich jetzt irgendwie sehr dagegen und liege ich vielleicht gerade diesen IKEA-Effekt, weil ich denke, das ist doch hier meins und das ist hier mein Baby und das ist so geil, der Code. Da können wir doch das nicht verändern, was ich hier gemacht habe. Guckt euch mal dieses Snippet an. Da stelle ich mal so eine Situation vor, Reviewer und Autor sitzen beisammen und dann sagt der Reviewer so, also richtig klar ist mir nicht, wann jetzt eigentlich der Artikel-State inaktiv sein kann. Das ist irgendwie implizites Wissen hier für mich, was ich irgendwie nicht habe. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass jeder Entwickler unterschiedlichen Background und Erfahrungen hat und Annahmen. Und der Autor hat vielleicht jetzt tagelang hat sich mit der Domäne beschäftigt und steckt da ganz tief drin. Und für den sind Dinge ganz selbstverständlich, was für den Reviewer nicht selbstverständlich ist. Ja. Und jetzt sehen wir, was Code-Reviews eine gute Möglichkeit sind, um dieses implizite Wissen aufzudecken. Weil jetzt kommt jemand Frisches daher, der jetzt nicht tief versunken ist tagelang in dieser Domäne. Und jetzt können wir sagen, okay, wann ist denn das jetzt hier inaktiv? Nun ja, dann kommt ein Gespräch raus, wenn das out of stock ist. Und dann meint er, dann lass uns doch jetzt zumindest eine Variable schreiben, wo wir das irgendwie explizit machen, dieses Wissen. Ja, coole Idee, machen wir. Und mit Code-Reviews kann man also wunderbar dieses implizite Wissen aufdecken und explizit machen. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass man auch dankbar über diese neue Perspektive sein sollte als Autor. Weil man selber kann die ja gar nicht haben, hat ja nur seine eigene Perspektive auf den Code. Da muss man auch nicht böse mit sich selber sein, wenn man jetzt bestimmte Sachen nicht sieht. Aber man kann sie ja, weil teilweise kann Sachen gar nicht sehen. Das Schöne am Code-Reviews ist ebenfalls, dass man ja nicht einfach nur über den Code redet und jetzt irgendwie die aktuelle Codequalität verbessern möchte, sondern man tritt in einem Austausch, man tauscht Erfahrungen und Best Practices aus. Ja, und die sind wirklich ein großartiges Medium, Code-Reviews, um Best Practices und Code-Styles zu etablieren, zu verbreiten und zu internalisieren auch.
Natürlich funktioniert der Austausch wunderbar in beide Richtungen. Also sollte man Code Reviews auch als wunderbare Quelle von neuem Wissen betrachten und eine Möglichkeit zu lernen. Jetzt haben wir gerade sehr lange über den Autor geredet und jetzt gucken wir mal auf den Reviewer. Für den Reviewer ist natürlich auch irgendwie Mindset wichtig, aber vor allen Dingen Formulierungstechniken, ganz konkrete Formulierungstechniken, wie er erreichen kann, dass sein Feedback eher akzeptiert wird. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Du schreibst kryptischen Code. Er hat gelacht, was ist das Problem hier? Wahrscheinlich kann man jetzt sehr lange darüber diskutieren, aber der erste Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist das Du. Das ist hier eine Du-Botschaft. Das fühlt sich irgendwie wie eine absolute Aussage an, ne? Als ob das die große Wahrheit ist, dass du kryptischen Code schreibst und wird mit ziemlicher Sicherheit zu Rechtfertigung und Ablehnung führen. Der Autor wird nämlich nicht mehr darüber nachdenken, wie er sich ändern kann oder wie den Code ändern kann, sondern wie er beweisen kann, dass du falsch liegst mit dieser absoluten Aussage. So, und was der ultimative Trick eigentlich ist, auch bei allen Feedbackformen, ist, dass man Ich-Botschaften sendet. Also es ist irgendwie schwer für mich zu verstehen, was hier im Code ist. Das wirkt gleich ganz anders, weil ich formuliere eben aus meiner Perspektive und das ist schwierig dagegen zu argumentieren als Reviewer, ja, als Autor meine ich. Weil, na gut, das ist halt seine Sicht der Dinge, da kann ich jetzt nichts richtig dran rütteln. Und das ist ja keine absolute Wahrheit, die er hier behauptet. Und vielleicht leichter, das zu akzeptieren. Also, wichtiger Takeaway ist, sende Ich-Botschaften. Ich denke, ich glaube, für mich sieht das so aus, ich würde das und das tun. Diese Variable sollte User-ID heißen. Ist auch wieder das Problem. Ja, also könnte wir Ich-Botschaften senden. Ich möchte jetzt mal auf eine andere Technik hinaus. Das Problem ist, ich möchte das Should. Du solltest. Und was man stattdessen machen kann, ist Fragen zu nutzen. Was hältst du davon, wenn wir diese Variable User-ID nennen? Und das fühlt sich gleich viel weniger als Kritik an, weil es einfach ist mal eine Frage. Kann man ja beantworten. Ist ja kein Problem. Und das Schöne daran ist, dass man Denkanstöße beim Autor auslösen kann. Und vielleicht kommt er ja auf diese Lösung und sagt, naja, User, die ist kein schlechter Name eigentlich. Und damit auch eine deutlich höhere Akzeptanz für das, was man eigentlich erreichen möchte mit seiner Frage. Und, wichtiger Bonus, vielleicht entdeckt man ja auch, dass es einen Grund hat, warum die so heißt. Vielleicht sagt er, ja, ich weiß, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich habe das und das so benannt, weil so und so. Und dann kommt man auf diesen Grund ganz wertungsfrei und ohne ihm irgendwie vom Kopf gestoßen zu haben, mit einer Aussage wie, das muss halt User-ID heißen, ist doch klar. Das ist eine ziemlich smarte Art, Fragen zu stellen. Also, stellt Fragen. Du fragst den Service hier mehrfach an, das ist ziemlich ineffizient. Ja. Jetzt könnte man auch sagen, ja gut, ja, wir Ich-Botschaften oder Fragen stellen, aber ich möchte jetzt hier auf was anderes hinaus. Und zwar, was man auch machen kann, ist, über den Code zu reden. Man sagt, also es wäre hier du, es wäre das Problem. Ich meine, der Autor selber fragt das ja gar nicht an, das ist auch Quatsch. Ne? Sondern der Code oder der Service, den ich hier schreibe, fragt das an. Deswegen ist auch eine gute Taktik, einfach sagen, also dieser Code hier, der fragt das mehrfach an, das finde ich ineffizient. Und dann verlagert meine Diskussion weg vom Autor zum Code. Das ist irgendwie was Objektives Drittes, was neben uns liegt, wo wir alle drauf schauen, einigermaßen objektiv hoffentlich, und darüber reden können. Also man ist nicht so persönlich involviert, idealerweise, weil es irgendwie objektiv ist. Und er sollte wiederum die Akzeptanz vom Feedback erhöhen, wenn der Autor verstanden hat, dass er nicht sein Code ist. Das ist natürlich die Voraussetzung hier rein. Und darüber hinaus vermeidet man auch gleich ganz viele sinnlose Diskussionen und Fingerpointing von wegen, nee, also genau die Zeile Code, die kommt jetzt nicht von mir, sondern das war Peter, der die geschrieben hat. Da gehen wir lieber zu dem und fragt ihn mal wieder. Das ist immer so eine sinnlose Diskussion. Und irgendwie wollen wir da hinkommen, dass wir so eine Vorstellung von Shared Code Ownership haben, dass wir alle irgendwie gemeinsam verantwortlich sind, dass eigentlich gar keine Rolle spielt, wer diesen Code geschrieben hat. Du bist nachlässig, wenn es um das Schreiben von Tests geht. Also schon ein Brett. Der Punkt, auf den ich hier hinaus möchte, ist, dass man hier direkt auf Eigenschaften, auf Attribute des Menschen bezogen ist. Du bist nachlässig.
Das Problem dabei ist, dass Eigenschaften an den Menschen kleben, die kann man nicht so leicht ändern. Wenn du die angreifst, dann fühlt sich das wie ein Angriff auf den Menschen gleich an. Also keine gute Idee. Und wird sie mit Sicherheit zu Widerstand führen. Und der Trick ist, sich auf Verhalten zu beziehen. Also kannst einfach mal mehr, achte doch mal ein bisschen mehr, wenn du Tests schreibst, darauf. Ne? Also Acht geben ist ja Verhalten und das kann man leichter ändern. Fühlt sich also weniger wie eine Attacke an. Und das ist auch so eine generelle Feedback-Regel. Nicht über den Mensch reden, nicht über Attribute von Menschen reden, sondern über sein Verhalten reden. Wobei, da will ich gleich eine Anmerkung haben. Ich denke, in Code-Reviews ist es selten nötig, wirklich über den Menschen zu reden, egal ob Verhalten oder Eigenschaften, sondern man kommt mit den anderen Techniken, die ich genannt habe, Ich-Botschaften, Fragen, über den Code reden, ganz gut aus. Das ist so eine generelle Feedback-Regel, aber wenn man halt mal über die Menschen reden muss, dann auf diese Art und Weise, dann über das Verhalten. Eine andere allgemeine Feedback-Regel, die ich aber auch gut finde, ist die OIR-Rule. Das ist nämlich eine ganz gute Vorgehensweise, wenn man sich gerade gar nicht weiß, oh Gott, wie sage ich dem das jetzt, das Kritik, der gibt mir als Junior, wenn man im Senior, und wie formuliere ich denn überhaupt, wie gehe ich denn jetzt vor? Da gibt es die drei Punkte, die man abarbeiten kann in seiner Formulierung. Der erste Punkt ist, dass man Observation, seine Beobachtung schildert. Also diese Methode hat 100 Zeilen. Das ist was Objektives, da kann man nicht gegen reden, und möglichst wertfrei. Und dann sagt man, welchen Einfluss oder welchen Impact das auf mich hat. Also das macht es irgendwie hart für mich, das zu verstehen, weil ich gar nicht mehr sehe, was jetzt hier eigentlich die essentielle Logik in diesem Code ist. Hier ist, wie wichtig Ich-Botschaften zu verwenden. Und dann im letzten Schritt, was ist denn mein Wunsch oder meine Anfrage? Naja, also ich würde jetzt diese Low-Level-Details irgendwie in eine separate Methode extrahieren und dem schönen Namen geben, damit irgendwie die gesamte Methode lesbarer ist. Das würde ich machen. Und das sind ziemlich gute Regeln und Leitfaden, um konstruktiv Feedback und non-violent, nennt sich das ja, non-violent communication, da kommt das her, so seine Feedback zu formulieren, die nicht die Abwehrreaktion des Autors triggert. Übrigens auf Deutsch finde ich das noch ein bisschen griffiger, dann nennt man das WWW, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das kann man sich auch viel besser merken als das andere. Hier geht es mal weniger um die Formulierung als um den Inhalt. Also ich nutze ja immer feste Timestamps in Tests und das solltest du auch tun. Klingt irgendwie ziemlich kompromisslos. Ne? Also das ist doch wieder so eine absolute Wahrheit an, dass das man immer machen sollte. Was irgendwie vom Mindset her besser wird, sagen, naja, also ich nehme in der Regel immer für einen Test feste Timestamps, weil es irgendwie besser reproduzierbar ist. Aber ich sehe hier, kommt dieser ein Test, der konkrete Test, der ist so klein, ja, dann nehmen wir halt den Current Timestamp, ist schon okay. Der Punkt, den ich hierbei machen würde, ist, es gibt verschiedene Lösungen für ein Problem. Es gibt die Lösung des Autors und die präferierte Lösung des Reviewers und vielleicht noch ganz andere. Aber nur weil ich eine andere habe, heißt nicht, dass die vom Autor jetzt schlecht sein muss. Und als Reviewer muss man sich immer fragen, okay, ist das jetzt gerade irgendwie, also muss man sauber differenzieren zwischen, das ist wirklich Best Practice und das ist irgendwie mein persönlicher Geschmack. Und das muss auch nicht immer gleich sein. Was ich immer sage, ist, naja, das ist irgendwie so mein persönlicher Geschmack, ich hätte das jetzt so gemacht, aber ist schon okay, lass mal lieber über andere Sachen reden. Also macht Kompromisse, sei pragmatisch. Ansonsten nervt ihr bloß den Autor und ein genervter Autor ist nicht offen für Feedback. Da passt der folgende Punkt auch ganz gut rein. Niemand mag Pedanten. Niemand mag Leute, die wirklich jede Zeile im Code kritisieren. Zeile 1 ist doof, Zeile 2 ist das nämlich nicht gut, ach, die ganze Klasse gefällt mir sowieso auch nicht und die Methode ist auch viel zu lang, muss doch extrahieren und das Naming ist doch ganz anders. Und am Ende als Autor denkt man, oh, ist das nervig, ich habe echt keinen Bock mehr mit dem jetzt Review zu machen. Und das passiert wirklich. Und da muss man echt aufpassen als Reviewer, dass man es nicht übertreibt, sondern der Punkt ist, spring nicht vor jedem Zug, sondern wähle deine Schlachten weise. Also konzentriere dich auf die Flaws, die wirklich wichtig sind. Weil ansonsten kann es passieren, dass der Autor einfach nur genervt ist und am Ende eure zwischenmenschliche Beziehung kaputt ist. Und das ist wirklich ein großes Problem und das ist viel wichtiger, also eine gute Beziehung zu halten, ist viel wichtiger, als den letzten Flaw aus dem Code rauszukriegen. Wenn eure Beziehung erstmal kaputt ist, dann habt ihr im Team viel größeres Problem als ein paar nicht perfekt benannte Variablen.
Ich habe eine Frage dazu. Und zwar sehr gerne. Ist das momentan so, also ich bin als Consultant quasi in Anführungsstrichen der Senior und ich reviewe halt auch Juniors und da ist es halt auch ziemlich viel und da überlege ich halt auch, soll ich das oder ist der vielleicht genervt? Aber bis jetzt kriege ich halt auch immer gutes Feedback und da frage ich mich halt immer, wo ist da die Grenze? Das ist auch schwer. Also es ist total schwierig, da die Grenze zu finden. Ja, was du sagst, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wie, was fühl mal rein in den anderen Menschen? Hast du das Gefühl, dass er jetzt gerade total genervt ist oder dass er offen und dankbar ist? Gerade wenn irgendwie als Junior, ich habe so Blöcke, fand ich cool, wenn ich von ganz vielen Leuten ganz viel lernen konnte und war total begierig darauf. Ne? Und wenn du das spürst, dann spricht da nichts dagegen, da auch ein bisschen mehr zu sagen. Ne? Aber es gibt halt auch so andere Extreme, wenn vielleicht andere, die irgendwie Peers sind auf derselben Senioritätslevel, da kann das halt auch schon problematisch werden. Also Feingefühl, ja. Und das ist schwierig, da das richtige Maß zu treffen, auf jeden Fall. Jetzt Erfolg? Nee, genau. Etwas, was ganz wichtig ist, aber was permanent vergessen wird, ist lobt. Vergesst nicht, wenn was Gutes ist, sagt es auch. Und es klingt immer so simpel, aber es wird so oft vergessen. Und das Ding ist, für dich als Reviewer tut das überhaupt nicht weh zu sagen, was mal gut ist. Das tut überhaupt nicht weh, das ist vielleicht ein Satz. Und für den Autor kann das echt viel bedeuten und kann so eure Beziehung verbessern und kann sich selber gut fühlen. Und wichtig ist hierbei, dass man wie man Lob formuliert, dass man nicht sagt, ja, das ist an sich alles ganz gut hier, aber das. Sondern dass man mich auch explizit sagt, was man gut findet. Hey, Tim, diese mit Klasse, das finde ich echt super gemacht, Single Responsibility, dieses Kohärent, da passt das Naming, wirklich gut, top Klasse. So. Und dann fühlt sich das Lob auch viel, viel ernst gemeint an. Und irgendwie finde ich, das Code Review, wo irgendwie jetzt gar nicht gelobt wurde, fühlt sich schon komisch an. Es mag solche Fälle geben, aber in der Regel ist doch jetzt nicht alles total kacke, was der gemacht hat. Ja. Und der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass keine Anmerkung zu haben ein total valider Outcome eines Code-Reviews sein kann. Man muss nicht immer auf Kraft irgendwas finden oder man steht nicht gut da, wenn man jetzt gar nichts gefunden hat. Ja. Okay, jetzt habe ich euch schon eine ganze Menge Sachen gezeigt. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen anderes mentales Modell mal zeigen. Eigentlich sind das nur drei Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man Feedback gibt. Und ich finde es ganz schön, weil es so als Kompass dient und so Leitplanken aufstellt, was man formulieren sollte und was nicht. Und auch ein bisschen die genannten Punkte ganz nett zusammenfasst und in einen Kontext setzt. Bevor ihr Feedback gibt, fragt euch, ist das jetzt hier wahr, was ich sage? Ist es nötig? Und ist es nett? Gehen wir die einzelnen Punkte durch. Du solltest die Getter und Setter verwenden. Dieser Code ist falsch. Das ist wieder, ist das jetzt hier wahr? Das Problem ist, irgendwie drückt das ja auch mal wieder die Meinung aus und nicht gleich eine absolute Wahrheit. Also man muss sich fragen, ist das hier wirklich wahr oder ist es irgendwie nur meine eigene Meinung? Und Alternativen sind, wie ich jetzt häufig schon gesagt habe, naja, ich würde in diesem Fall empfehlen, das zu machen, weil, oder eine Frage stellen, hast du darüber nachgedacht, Getter und Setter zu verwenden, oder wenn ihr wirklich der Meinung seid, das ist hier eine Wahrheit, die ihr verteilt, die ihr aussagt, dann eine Referenz angeben, sagen, also hier, guck mal, hier im Java-Style Guide, da steht das so drinne. Und dann hat man irgendwas, auf das man eine Diskussionsgrundlage. Oder man beruft sich zumindest irgendwie, dass man Dinge oft gesehen hat und dass das irgendwie so üblich ist. So, aber das ist auch schwierig, wenn man nichts Konkretes vorzeigen kann. Da fehlt ein Space. Ist das nötig? Auf jeden Fall, ja. Total wichtig. Es geht hier ein bisschen um die ganzen Nörgeleien, die ganzen Kleinigkeiten. Wir sind hier wieder bei den Don't Jump in Front of Every Train. Also diese Frage kehrt so ein bisschen dieses ganze Zeug raus. Sie fragen, ist es wirklich nötig, was ich eigentlich gerade kritisiere? Ich meine, klar, jeder macht gerne, wenn er schon eigentlich eingerückt ist, aber ich glaube, es gibt wichtigere Dinge beim Code-Review. Also, wenn ich diesen Code sehe, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Du solltest, aber ich verstehe, was du wolltest. Das Ding ist, bevor ihr was sagt, nehmt mal kurz einen Atem, atmet einmal tief durch und fragt euch, was ist eigentlich gerade mein Motiv hierbei? Möchte ich irgendwie wirklich jemandem helfen oder möchte ich nur mein Ego boosten und zeigen, was für ein cooler Typ ich bin, mit solchen flotten Spruch, wenn ich daherkomme? Ja. Und gerade dieser erste Teil erfüllt ja wirklich überhaupt gar keinen Nutzen,
außer dass der Autor sich schlecht fühlt oder man ihn bloßstellt. Und das führt wieder automatisch zum Gegenangriff. Der Punkt? Nee, genau. Ja, und man sollte immer fragen, ist dieser Satz jetzt wirklich nötig? Oder dieses Wort? Weiteres Beispiel. Oh, also, wir sollten irgendwie das ganze Package haben, jetzt Refactor. Das geht so gar nicht. Und der Punkt ist, ist es jetzt wirklich im Scope von diesem Ticket? Oder bemerkt ihr gerade nur zufällig nebenbei was und dann wollt ihr, musst du auch gleich mitmachen. Und dort denkt ihr, das war doch gar nicht, was ich machen wollte. Warum soll ich jetzt dieses ganze Package refactoren? Und dann wäre es doch eigentlich besser zu sagen, naja gut, okay, ich spüre so ein bisschen Refactoring-Bedarf, lass uns das mal ein separates Meeting dazu machen oder ein separates Ticket, weil das irgendwie nicht ins Code-Review gehört. Also diese Frage, ist das nötig, hat mehrere Aspekte. Soll irgendwie die Nörgeleien rauskehren, soll rauskehren, dass man ultimative Kommentare macht oder auch, dass man Arbeit, die jetzt gerade einfach nicht nötig ist für dieses Feature, was zu reviewen gilt, dass man das rauskriegt. Ah, die Refactory zu verwenden, das ist ja wirklich krasses Overengineering. Ja, die triviale Lösung ist doch einfach, einen Konstruktor zu verwenden. Ja, also ist es nötig? Nein, natürlich nicht. Die Frage, die ich hier stellen möchte, ist das nett? Naja, auf gar keinen Fall. Und bei diesem ist nett geht es nicht darum, dass man Kumbaya, my Lord, mäßig, alle fassen sich an die Hände und niemand sagt mir, was unangenehm ist. Nein, darum geht es nicht. Aber das Ding ist, vielleicht muss man so sehen, nett sein ist einfach eine verdammt smarte Strategie, damit das Feedback, was man haben möchte, angenommen wird. Dass man das erreicht in seinem Feedback, was man erreichen möchte. Und das ist viel effektiver, nett zu sein, weil man nicht die Abwehrmechanismen des Autors triggert. Und der Punkt ist hier, dass man ja eigentlich möchte, dass Menschen sich verbessern und der Code irgendwie besser wird, die Software besser wird und man will ja nicht den bloßstellen. Also Shaming sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das Gefühl, irgendwie dumm zu sein, so, das ist scheiße. Also könnte man schon dessen sagen, naja, also für mich fühlt sich das Effekt ein bisschen kompliziert an. Hast du mal darüber nachgedacht, Konstruktor zu verwenden? Das ist exakt die gleiche Message wie da oben, nur keine Wertung, kein Bloßstellen. Aber selbe Nachricht. Wir haben jetzt hier wunderbar geschafft, dass man irgendwie weich zum Menschen ist, aber trotzdem dieselbe Message rüberbracht. Man kann ja auch hartnäckig an seinem, was man hier ändern möchte, daran festhalten. Man muss es nur so wichtig, wie man es rüberbringt. Gut. Also fragt euch, ist das hier wahr? Ist es notwendig? Und ist das nett, was ich hier sage? Gut. Wir nähern uns dem Ende meines Talks. Was habe ich euch versucht zu zeigen? Vor allem, dass es für den Autor und für Reviewer verschiedene Dinge ankommt. Für den Autor ist vor allem das Mindset wichtig. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das eine ist demütig sein und also das Wichtigste für mich ist Demut und dass ihr nicht euer Code seid und dass man vielleicht guckt, dass man vielleicht nicht gerade dem IKEA-Effekt unterliegt oder dass man im Hinterkopf behält, dass man auf derselben Seite ist am Ende vom Tag. Und für den Autor sind die Sichtweise auch wichtig, aber ganz konkrete Formulierungstechniken hier relevant. Zum einen, dass man Fragen stellt, dass man Ich-Botschaften sendet, dass man über den Code redet und dass man nicht vor jeden Zug springt. Und sich die Frage stellt, ist das jetzt hier, ist das jetzt wahr, ist es nötig oder ist es nett? Gut, ich habe zu dem Thema auch einen Blogpost geschrieben, da steht mehr oder weniger alles auch drin. Da habt ihr auch die Tag-Cloud, die ihr gerade abfotografiert habt. Am Ende ist noch so ein Code-Review-Cheat-Sheet, das habe ich mal einfach ursprünglich für unser Büro zusammengeschrieben und auf mal Feedback ausrücken, an die Wand geklebt oder an jedem mal verteilt, dass wir so alle so uns auf dieselbe Art irgendwie committen, wie wir Feedback geben wollen. Könnt euch auch einfach da kopieren und ausdrucken. Ansonsten die Slides werde ich heute, wahrscheinlich eher morgen, auf Twitter verteilen. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Oder ansonsten halt der Blogpost. Okay, gibt es Fragen? Ja, gerne. Wie hältst du das denn mit Tools? Weil die üblichen Tools, wenn man beispielsweise einen Pull-Request vor die Füße geworfen bekommt, die laden ja geradezu dazu ein, jede Zeile einzeln zu kommentieren. Und dann fehlt ja genau diese zwischenmenschliche Ebene. Wo ich mich dann manchmal frage, wäre es da nicht besser, einfach mal oben zu sagen, okay, Mark S., müssen wir mal drüber quatschen und lass uns mal hinsetzen?
Ja, also ich bin großer Fan von Face-to-Face-Code-Reviews. Ganz großer Fan aus genau dem Grund, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Kommunikationsbandbreite einfach viel größer ist. Du hast nicht nur das Wort, sondern auch Mimik, Gestik, ne? Und da hast du auch viel mehr Möglichkeiten, Sachen klarzumachen. Und wenn du nur textuell dich verständigst, könnte ich viel leichter Missverständnisse entstehen. Erstmal dauert es länger, wenn man es tippen muss. Und zweitens denkt man dann, oh Gott, der Peter ist jetzt böse, der hat gar kein Smiley hinten dran geschrieben. Oder wie meint er das jetzt? Da können viel mehr Missverständnisse entstehen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Face-to-Face und lass einfach mal zusammensetzen, Unternehmen setzen. Ja, und ich glaube, dann hat man auch dieses Problem, dass man irgendwie jede Zeile ankreidet, wird auch ein bisschen behoben. Ja. Ich weiß, das geht nicht in jeder Umgebung, gerade Leute, die irgendwie remote arbeiten, da funktioniert das nicht, aber ich glaube, trotzdem kann man Sachen wie du Botschaften, ich Botschaften und sowas, ich Botschaften, meine ich Fragen stellen, auch in geschriebenen Code-Reviews machen. Ja, aber die Gefahr ist natürlich da, gibt größer, auf jeden Fall. Dann noch eine andere Sache, ja. Was ich immer ganz angenehm finde, ist, wenn jemand hingeht und sein Change-Set einfach mal erklärt, also tatsächlich präsentiert im Sinne von, dann erklär mir mal, wie du da hingekommen bist und was das tatsächlich tut. Mhm. Weil das, ne, diese ganzen Gedanken, die sich implizit im Code ja wiederfinden, die müssen dann nochmal transparent gemacht werden. Und wenn ich in der Situation bin, mir geht das häufig so, dass ich schon beim Sprechen merke, ah, okay, da könnte man in der Tat nochmal drüber nachdenken, ob das so klug war, was da jetzt steht. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das ist auch eine gute Strategie. Ich glaube, es funktioniert beides gut. Also ich glaube, aus den Gründen, was du gesagt hast, geht das gut. Wir machen manchmal dann doch manchmal, also wenn du halt der Review das erstmal alleine macht, alleine zu verstehen, dann hat man auch den Vorteil, dass man eher mitkriegt, ob der Code selbsterklärend ist. Das hast du unter Umständen vielleicht bei der Variante nicht, weil man gleich jemanden hat, der das alles erklärt. Und da denkt man vielleicht nicht, dass meine Sachen nicht ganz eindeutig sind. So, da muss man gucken, was jetzt besser für einen funktioniert. Ich würde da jetzt nicht für das eine oder das andere plädieren. Ja, daneben bitte. Ja, genau, ich gehe d'accord mit dem, was du halt erzählt hast. Schön. Was ich mich jetzt frage, ist in deiner Erfahrung, wenn man halt eine Eskalationsstufe verbucht. Aber gerade bei Shared Ownership, der Reviewer denkt, okay, das ist ja auch irgendwo mein Code, wenn das jetzt durch mein Review gegangen ist, da hat man auch gewisse Ansprüche. Und wenn halt diese Ich-Botschaften, sag mal, diese weiche Form der Kommunikation nicht funktioniert, weil der Autor eigentlich nicht kooperativ ist. Also wie ist deine Erfahrung? Wie sieht deine nächste Eskalationsstufe aus? Oder verzichtet man auf den Konflikt, weil der zu stark ist? Also schwierig, tatsächlich haben es immer irgendwie, konnten sich die beiden immer irgendwie einigen auf etwas. Ansonsten hat man doch ab und zu gibt es auch mal die Sachen, wo sie sicher nicht böse waren, aber wo sie zumindest haben, okay, wir können sich nicht einigen, lassen Sie mal eine dritte Person fragen. Da wird eine dritte Meinung geholt, ein dritter MT, der das seine Meinung sagt. Und das hat in der Regel bei uns immer ausgereicht, dass man sich auf irgendwas geeinigt hat. Dann hat einer gesagt, okay, gut, jetzt ist der auch der Meinung. Oder man fragt das ganze Team, wenn es wirklich ein größeres Ding ist, dann muss man die Gründe ein bisschen größer machen, gucken, ob man da irgendwie eine Einigkeit erfolgt. Ich weiß nicht, ob man wirklich denn sofort den Teammanager beauftragen muss oder den Tech-Lead, dass der entscheidet. Nicht mit Eskalation, man kann ja auch eine sprachliche Eskalation machen. Ne? Ach so, ach das meinst du? Ich dachte, Eskalation habe ich jetzt in die Hierarchie hochgedacht. Ich habe halt die Frage nach, ne? Ich habe eine Ich-Botschaft gesendet zu einem Aspekt, der wirklich wichtig ist aus meiner Sicht. Ja. Und der Autor sagt, ja, nö. Also kommt halt vor, ne, dass der andere ja, halt überzeugt, ja. Nee, mein, so wie ich es gemacht habe, ist es genau richtig und dein Argument zieht halt bei mir nicht. Ne? Ja. Das akzeptiere ich einfach. Genau, ich glaube, wir sind uns ja einig, sich anbrüllen ist ja auch keine Lösung. Genau, und da muss man dann vielleicht gleich sagen, na komm, dann lass uns doch jetzt noch einen Teammitglied fragen. Das wäre das, was ich machen würde. Ja. Ich weiß nicht, wie du sonst damit umgehst in der Situation. Ja, tatsächlich halt genau, wenn man Meinung dazu holt. Ja, ja, genau. Ich glaube, das, was am ehesten funktioniert und was dem auch am ehesten überzeugt, wenn er merkt, okay, jetzt sind irgendwie 3-4 Leute auf einmal der Meinung, dann muss da vielleicht doch was dran sein. Ja gut, aber selbst dann kann man natürlich einen Senior-Entwickler haben, der das schon 20 Jahre macht und sagt, nö. Ja, es gibt nur die Frage, wie weit möchte man das jetzt treiben? Ne? Je weiter man das eskalieren lässt, umso mehr ist man auch als auf der menschlichen Ebene irgendwann angepisst. Ne? Aber das ist schwer, da einen generischen Ratschlag zu erteilen. Ja. Weitere Fragen? Gerne. Würdest du unterscheiden, wenn du reviewst, ob der Gereviewte ein Junior oder ein Senior ist? Also vorhin kam es irgendwie so rüber, kein Junior kann man ja das eine oder andere Mal gut machen. Wobei das ist der Codequalität dann auch nicht hilfreich. Nee, also okay. Ja, ich würde vielleicht schon differenzieren. Ich kam das vorhin so rüber, dass ich das gesagt habe. Ich meine gesagt zu haben, dass man genau klar hat, weil wenn es ein Junior ist und da gibt es natürlich mehr anzumerken, auf jeden Fall. Und es ist nicht, dass man das jetzt nicht machen sollte, sondern hat dann noch viel zu lernen, da kann man ruhig schon mehr anmerken und hoffen, dass es beim Senior entsprechend weniger anzumerken ist. So, ja,
ist eigentlich selber Antwort, ne? Gucken, wie reagiert der darauf, kommt damit um, findet er es cool, sogar kannst du Feedback zu haben, dann ist das Teil in Ordnung. Ne? Aber um vielleicht konkret deine Frage, ja, natürlich muss man irgendwann gucken, jetzt beim Junior, wenn er ganz viel zu tun ist und nur zu sagen, naja gut, jetzt mache ich nur 60%, weil ich will nicht vor dem Zug springen und wohl wissend, dass der Code am Ende scheiße ist, dann ist es natürlich auch nicht gut. Also da muss man gucken, was ist jetzt wirklich das. Aber trotzdem glaube ich, kriegt man das hin, dass man sagt, das ist wirklich das Allerwichtigste, was ich fixen möchte in diesem Code, um mich darauf zu fokussieren. Ja, da kann man halt auch eine Session dann machen mit dem Junior zusammen, dann extra. Ja. So würde ich es dann machen. Vielleicht merkt man generell, dass eigentlich generell noch Schulungsbedarf ist. Vielleicht ist Code Reviewer gar nicht das richtige Medium, um das alles zu transportieren an Wissen und Know-how, an Style Guides, dass man sich irgendwie generell mal zusammensetzt und irgendwelche Coding-Übungen macht oder gibt man den Bücher wie Clean Code oder Java by Comparison, das ich sehr empfehlen kann. Wenn man einschließen kann, lese erstmal durch und dann weißt du ungefähr so, in welche Richtung wir programmieren wollen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie vielleicht. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt Lust, dass jetzt das ganze Team weiß, dass der einen Haufen Mist in Anführungsstrichen noch nicht kann oder sonst was. Und wenn ich halt merke, da ist einiges, was meiner Meinung nach besser gemacht werden könnte, dann erkläre ich es dem halt auch persönlich dann. Und da ist er dann halt auch dankbar. Genau, auf jeden Fall. Ja, vielleicht bei Junos eher schulen. Das ist eine gute Strategie. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Es gibt ja diese Fälle, wo sich an bestimmten Teilen die Gemüter so erhitzen, dass dann letztendlich die Zeilen von Code Review Commands länger sind als eigentlich Code. Und dann geht das 10 Meilen her und dann liegt der Code. Auf diesen Tag haben die keine Proofs, sondern nicht gemerged. Was sind so deine Erfahrungen, wie dann diese Situation aufgelöst wird? Ich glaube, wenn du face-to-face kommunizierst, bleibst du vielleicht nicht eher da rein, weil jetzt setzen wir uns zusammen und jetzt wollen wir das Review auch durchziehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie so halbfertig wieder auseinandergehen, dann wird sich dann widersetzen müssen. Also ich glaube, vielleicht tendiert man eher dazu, wenn man irgendwie schriftlich Code Reviews macht. Das könnte eine Strategie sein, sich einfach mal zusammensetzen. Ich hätte auch eine Frage dazu. Ja, gerne. Work in Progress Limit für solche Sachen. Wenn du kannst an der Stelle hingehen und sagen, okay, jetzt haben wir zum Beispiel drei Tickets oder sowas, die jetzt im Review drin sind. Und es werden keine neuen mehr angefangen, bis nicht die Sachen auf dem Review wieder erledigt sind. Ja, wenn du sagst, ich habe maximal einen Puffer von 2, 3, 4, 5 und sagst, okay, und solange die Dinge nicht abgeschlossen sind, gehen wir nicht zwei neue sein. Dann sollte sich das normalerweise relativ schnell lösen, gerade innerhalb eines Teams. Wenn das Team nur greifen ist, ist das ein bisschen schwieriger, dann musst du in irgendeiner Form vermitteln. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist auch das, was gerade im Vortrag hier vor da drin war, da wurde es auch gesagt, wie viel man maximal parallel in der Pipeline haben sollte. Und das kann man auch dann so monitoren und dann entsprechend so tracken. Ja, das ist eine gute Idee. Weitere Fragen? Ja, bitte. Für uns in Code Reviews auch immer eine Weise, um Knowledge zu sharen. Nun ist natürlich so, dass wir in die Reviews nicht immer alle Entwickler reinziehen können. Das ist ein riesen Zeitaufwand. Deswegen die Frage, was sind noch andere effektive Möglichkeiten, um entsprechende Praktiken oder auch Varianten im Team zu teilen? Also weitere Meetings oder ist es eher, keine Ahnung, Google Club oder gibt es da irgendwas, was du sehr empfehlen kannst? Pair Programming. Danke, das ist sehr gut, Pair Programming. Was wir immer gemacht haben, ist, wenn wir merken, jetzt, okay, jetzt sind wir irgendwie einer Meinung und ist, oder man hat schon verschiedene Stile und irgendwie für dir ist ein eigenes Stil gut, und dass man mal sich zusammensetzt, okay, lass uns das mal ein separates Meeting mitnehmen und dann reden wir einfach mal, stellen uns mal unseren Style Guide zusammen, wie wollen wir eigentlich entwickeln, und dann kommen wir in dem Atemzug vielleicht diskutieren, wie kommt man auf solche Dinge, um Wissen zu verteilen. Ja, und so ein Code Review war ein sehr guter Einwurf, Quatsch, Pair Programming, Entschuldigung, so kann man das auch machen. Nee, ansonsten funktionieren Code Reviews bei uns ganz gut zur Wissensvermittlung tatsächlich. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.